Wir haben hier heute von Fantasyl ja ein Produkt, und zwar eine Aufbewahrungstasche für Action Cams. Die werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was eingepackt. Also das Ganze ist wasserfest, macht auch eigentlich einen sehr edlen Eindruck. Ist auch vom Material her meiner Meinung nach sehr hochwertig verarbeitet. Vor allem hier diesen Gummigriff finde ich sehr gut. Wir haben nämlich noch eine andere Tasche, und bei der ist eben kein Gummigriff, und das nervt mich ein bisschen. Das haben sie hier eben sehr schön gemacht. Ja, wenn man das aufmacht, hat man hier gleich mal ein großes Angebot an Möglichkeiten, wo man verschiedene Sachen, sage ich mal, unterbringen kann. Also ich habe hier oben jetzt zum Beispiel diesen Schwimmkörper mal rein. Dann habe ich hier oben ein kleines Mini-Stativ für eine Action-Cam. Dann kann ich hier ganz viel Zubehör reinpacken. Also ich habe hier auch zwei kleinere Taschen und eine ganz große dahinter. Also da habe ich auch auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Und was ich auch sehr gelungen finde, ist hier vorne, ja, diese ganzen kleinen Täschchen. Und zwar kann ich hier SD-Karten oder Mini-SD-Karten reintun. Und hier oben zum Beispiel könnte ich auch einen Akku reinpacken. Auf der Seite darunter haben wir dann natürlich auch das Fach für die Action-Cam. Wir haben jetzt hier von GoPro die 4er, die Silber-Edition. Das ist eigentlich auch sehr schön gemacht, vor allem was ich ziemlich gut finde, die wackelt hier nicht groß rum. In so anderen Koffern wackeln die oft rum, das ist hier nicht, das ist schön fest. Gut, hier habe ich natürlich noch meinen Akku jetzt drin, und hier habe ich dann auch natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten, wo ich Produkte und Zubehör von der Action Cam rein tun kann. Ich habe hier ein großes Fach, wo ich auch sehr großen Bereich habe, wo ich Sachen platzieren kann, und von daher finde ich, habe ich mit diesem Zubehörkoffer oder Aufbewahrungskoffer auf jeden Fall ein echt hochwertiges Produkt, sage ich mal, und ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, und wir filmen eigentlich auch recht viel mit der Action Cam. Von daher ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt.